In einer Lagerhalle in Zossen in Brandenburg ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Es sei alles auf den Beinen, was löschen kann, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Das Gebäude einer Speditionsfirma stehe komplett in Flammen. Die 20 mal 70 Meter große Halle, in der unter anderem Maschinenfahrzeuge, Lastkraftwagen und auch Busse standen, sei teilweise eingestürzt, teilte ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg mit. Verletzte gebe es bislang nicht. Beispielsweise, also nicht beispielsweise, sondern das ist so gewesen. So, Kai, möchtest du nicht runterkommen? Kai auf einmal sagt, nee, ich kann nicht. So, Jens, ich hab Jens. So. Vor allem Tür, wollte ich natürlich rein. Kai kommt zur Tür und Jens ist nicht da. Ja, das ist doch irgendwie, ne? Und 30 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr waren den Angaben zufolge vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte zunächst verhindert werden.